So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Das Schwarze Auge, Satanas Ketten. Und es hat lange gedauert, doch ich habe endlich das Rätsel Lösung für den Steinkreis unten. Ich habe das Rätsel gemacht und das hat mir Stunden gebraucht. Ich habe einfach nur rumprobiert. Das war, glaube ich, oh Gott. Boron, Raya, Prayers, Effort. Ja. Das habe ich nur geraten. Er hängt genau über dem magischen Käfig. Ordnung muss sein. Der Leuchter lässt sich weder rauf noch... Alles klar, da gehen wir erstmal runter und... Der hölzerne Reif des Sehers. Die Magier haben ihn einfach wie ein Vogel eingesperrt. Können wir das nehmen? Der Käfig, der zur Verwahrung wertvoller oder verbotener Artefakte. Von kulminativer Schadensmagie umgeben. Besondere Obacht ist geboten. Die Schadenskraft überträgt sich auf jedes Subjekt oder Objekt, das mit dem Käfig in Berührung gerät. Sei es direkt oder indirekt, was in den Käfig hineingerät, kommt somit nimmermehr hinaus. Unsichtbare Kraftfäden halten das zu verwahrende Desiderat im Mittelpunkt des Käfigs. Endlich eine Schrifttafel in meiner Sprache, was leider nicht heißt, dass ich auch alles verstehe. Der hölzerne Imag. Ah! Was zum Henker? Auch Feenmagie kann die Macht des Käfigs. Ja, das kann okay. Oh. Okay. Was? Die Hutspitze. Dann fließt der Wein durch das... Oder durch den Käfig hindurch. So oder so, dem Artefakt. Okay. Oh, scheiße. Jakomo, hast du vielleicht einen Rat? Wir müssen reden. Wer ist Magist? Er hat sich... Du findest... Doch, er hat... Wer ist Magist? Er hat... Oh, ja. Doch, er hat... Ja. Bin glaub... Geknallte Magier, mit dem können wir auch nichts benutzen. Eus causa dis... Eus causa... Eus causa... Eus... Ja, Eus causa, das kann man aus Ball sagen, das auch, wenn ich ja weiterspiele. Da bin ich mich auch so bekloppt. Wir können auf jeden Fall was mit dem Messer machen. So nicht. Leer. Lieber nicht. Dann fließt der Wein durch das Loch in den Käfig. Oder durch den... So oder so. Dem Artefakt bringt mich das noch nicht näher. Der Feenfor... Nun... Das was? Ah!
haben wir überhaupt noch alles? Blutige Mistgabel. Den Tonkrug können wir zerbrechen, er bringt aber nicht. Gwendlings Mittel, ich brauche ein Eins. Ja, das, hab, das hatten wir schon. Eos Schrifttafel. Ich bin gerade echt verzweifelt. Hat er schon best. Ja, Mann, mach doch was besser. Übernimm du doch das Display. Ich laufe rum. Ich lasse es. Der Wein ist ohnehin nicht mehr zu retten. Okay. Das ist übrigens richtig, aber. Ach, was willst du? Naja, mit dem können wir auch nicht anfangen. Besser nicht. Ja. Ach so. Gut. Die Leiche vom Fettsack. Dumm und fett, die Mischung, die. Naja. Der Typ ist auch schon längst über alle Berge. Kann der Typ noch irgendwas? Ritter Zornbold! Okay. Ich lasse euch. Danke. Gibt es da vielleicht noch eine letzte Sache? Bevor ich vor Verzweiflung anfange zu heulen. Nee, Spaß. Auf jeden Fall, trotzdem Verzweiflung ist gerade da. Den Raum kann ich ja nicht mehr machen. Heile mach! Ist nicht kaputt. Feentor. Naja. Ich guck nur aus Verzweiflung überall rum. Ich soll mich gerade nerven, aber ich nerv mich auch gerade selber. Heißt das, ich bin quitt mit mir selbst? Dreifuß, kann ich damit noch irgendwas machen? Nein! Ma! Weil das irgendeine simple Lösung ist, hau ich jemanden. Behalte ich selbst. Das wird ihn kaum mit. Was soll er dazu? Die Leute da draußen bringen sich bereits gegenseitig um. Was denkst du denn, weshalb ich mich seit Wochen hier einsperre? Wo ist das Klo? Meister, wo ist denn da bitte das Klo? Behalte ich selbst. Vielleicht solltet ihr... Sprach der Prophet zu seinem... Was soll er dazu... Wie kann ein... Das... Ja. Verstehe in Büchern auch was. Er müsste Ars Magica sein. Ach, eine gute Minecraft-Mod. Die Aufzeichnung. Ah, sieh um dich vor. Hätte ich das nur. Ja, hier steht etwas.
Von finsteren Droiden wird gemunkelt, dass sie ihr Seel mit einem Tier zu Tausch, da wandeln sie dann von so lange auch manchem Feen vor. Nur tun sie's. Ich verfliege das gerade nur. Mal. Historiker. Eine Notiz. Bedauerlich ist sein. Wie erlangte er? War er ein Droh? Schien er sich zugleich die Untersuchung seiner. Oh Mann. Weshalb? Der 13. Krieg gegen Nost. So viel Zeit hat. Ja, Nostria ist das Feindgebiet. Geographia. Hunderte und eines über. Über Feen gar merkwürdig anzusehen sind die Wesen der An- oder Einsied. Über Nost flach und hässlich in modrigen Tümpel, das weiß ich. Ich. Mann. Viele Krähen ergeben mir, muss ich da. Es ist irgendwie mies, wenn man immer so festhängt. So, muss ich jetzt, damit ich euch nicht so langweile, weitersuchen einfach. Ich denke, das hatte ich schon vor, dass ich nicht so stundenlang da rieche. Und da wären es 1000 Folgen erstmal. Boah. Dieser Wahnsinn muss endlich. Alter, was mache ich jetzt? Oh Mann, was ist eigentlich die Quest jetzt noch? Steht ja noch da, auch die Feenwelt, wie schön gemacht. Magier, vielleicht kann ich die Seele mit den Artefakten vorstellen, wie es einem kann. Was in seinem Kram bekommen, was macht es zu einem geeigneten Köder? Ja. Da hinten ist der Nostria. Ich wusste den Namen nicht, deswegen habe ich bei den Fischern ja geschrieben, die eine Folge. Wer sich gesehen hat, anschauen! Okay, ich denke mal, für sich ganz Playlist und schauen, wenn man nachgreift. Ich ja auch egal. Ich habe ganz Andergast, aber es gibt keinen Hinweis. Dann fließt er oder durch den Kiel. So oder. Nein. Au, verflucht! Ich weiß nicht. Windlingsmittel, ich breine als etwas und in alles zu. Mein Kopf ist leer. Um der Alte. Oh, das weiß ich gar nicht. Was? Wenn ich sie einfach hinein. Die Scherben schweben genauso darin wie der Holzreif. Ah! Jetzt ergibt schon viel mehr Sinn. Jetzt ist das Artefakt doppelt eingeschlossen. Und die Kraft des Käfigs hat den gesamten Krug erfasst. Ist eigentlich auch interessant, wenn man so nachdenkt. Okay. Oh. Boah, aber geiles Rätsel. Mit diesem Artefakt ist der Seher also den Flammen entkommen. Und jetzt ist sein Geist im Körper des Raben. Hm.
Mann, Alter, böses und gutes so Rätsel. So viel zu eurem unüberwindbaren Käfig. Alter, ich gehe lieber schnell zum Magiern. Der Rabe kann da überall rein, hab ich das Gefühl. Schau, Giacomo. Der Reif des Seers. Bei allen Sternen. Ich habe inzwischen noch mehr in den Analyseprotokollen der Magier gelesen. Okay. Wisst ihr jetzt, was genau das Ding macht? Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körperelement der Zielperson versehen werden. Die Feder beim Raben. Aus meinem Traum. Sehr richtig. Die Zielperson muss sich zudem in der Nähe des Artefakts aufhalten. Wie zaubert das Ding? Sprichst du das Zauberwort? Löst es die Magie des Reifs unmittelbar aus. Allerdings, hier steht, seine Magie sei bereits zum größten Teil verbraucht. Was heißt das? Es ist nur noch ein einziges Mal anwendbar. Ach du Scheiße. Oh, Fokus. Ich spiele gerade Gothic und deswegen freue ich mich da gerade. Aber ach du Scheiße. Mann, ich habe ein Scheißgefühl. Also ich muss jetzt mal was trinken, ich habe mega Halsschmerzen und nehme auf. Oh, Alter. Es tut irgendwie weh, wenn es runterkommt. Oh. Okay. Wer ist Magister Eichwart? Die Vizespektabilität. Er hat sich seit Tagen in seiner Studie. Du findest die Kammer der. Doch ja, er hat ja. Die Tür mag. Ja, wir wissen das ja schon, wo der ist. Wisst ihr, wie ein Seelentausch möglich ist? Eine schwierige Frage. Zwischen Himmel und Welt verborgen? Bitte, Giacomo. Erklärt es mir so einfach wie möglich. Tja, also gut. Jedes Wesen besitzt neben seinem körperlichen Leib darin mit Macht. Also wie das steht. Vielleicht so. Was sagst du da? Ach. Ich hab's schon. Was genau kann er? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers der Zielperson. Haare, Fingernägel, Blut. Das richtet den Reif magisch auf diese Person aus. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden. Es berühren. Die Feder, die wir am Anfang gesehen haben. Wegen etwas. Wenn gleich zu. Okay, wir haben aber dieses. Mit diesem Artefakt. Und als die Rabenfeder reingefallen ist, hat er getauscht. Alter, gut zu wissen. Allgemein gut. Eus Chaos hat. Ne, der ist einfach nur durch. Ich dachte, er könnte gerade helfen, oder? Aber der ist einfach nur durch. So nicht. Ja, kann ich. Alle haben sich niemand. Kann ich bitte wieder reden? Ach, was willst du? Nee, bis später. Burgwache. Ob die Krähen nun mein Leben, geh lieber. Natürlich nicht ein. Es heißt kein. Wir haben sich eine neue Quest. Ich. Mit diesem Atem und. Ja. Nicht. Mir fällt das. Ritter Zornbold.
Ich lasse euch... Danke. Das lasse ich lieber. Ich habe er... Unsinn. So, wir haben jetzt diesen super Ring, aber wir können nichts damit anfangen. Toll. Hammer. Der Kreis der... Wir müssen reden. Was? Er hat sich... Du findest... Doch, er hat... Noch ist er sehr, wie hat Gwynling immer gesagt, um einen Vogel... Warte, das ist Wieso? Wenn der Seher den Reif begehrt... Oder wir spielen ihm das Artefakt erst in die Hände. Wem erzählt ihr da? Aber wir sind keine Sklaven. Okay, Wäre es möglich, das Zauberwort des Reifes zu ändern? Du meinst den Auslöser? Wieso fragst du? Wir könnten den Reif für den Seher unbrauchbar machen und ihn als Köder benutzen. Interessanter Gedanke. Die Analyseschriften der Magier sagen, dass das möglich wäre. Das ursprüngliche Zauberwort muss rückwärts aufgesagt werden, sofort gefolgt vom neuen Wort, das es zu applizieren gilt. Hatten die Magier damit bereits Erfolg? Leider nein. Das Zauberwort des Sehers blieb ihnen verborgen. In meinem Traum hatte der Seher ein Wort gemurmelt, als er seine Seele tauschte. Versuche dich daran zu erinnern. Es lautete... Corvus. Formidabel. Dann können wir den Reif mit einem eigenen Zauberwort präparieren. Welches Zauberwort sollen wir nehmen? Es sollte nicht zu persönlich sein, sonst wird der Seher es durchschauen. Es darf nicht zu kompliziert sein, damit wir es selbst nicht vergessen. Am besten etwas, das leicht von den Lippen geht, aber der Seher nicht von dir erwartet. Wie wäre es mit Satinav? Eine sehr gute Idee. Satinav soll es sein. Satinav. Was wisst ihr? Was genau? Okay. Bin gleich. Mit diesem. Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich, dies wichtig ist. Jetzt haben wir noch eine Quest bekommen, aber eher nicht. Scheiße. So, Satinev. Nein. Schweine immer noch so böse.
Ich muss dringend. Was mache ich denn jetzt? Okay, nochmal, ich hab's übersprungen. Ich schau mir das jetzt mal genau an. Hesinde sei mir gnädig. Es scheint wirklich die Seele von zwei Lebewesen zu tauschen. Ja. Wichtig ist ein Fokus. Das Artefakt muss mit einem Körper... Wir müssen reden. Wer ist Mag? Die Vieh... Er hat sich... Du findest die... Doch, er hat die... Was genau? Es bedarf einer echten Ingredienz des Körpers. Haare, das richtet den Reif magisch auf diese... Die Ingredienz muss mit dem Artefakt... Bin gleich... Blut. Wie komme ich da... Wegen Blut. Ich bin auch Zweifel. Ah, Mann. Jetzt Blut. Natürlich. Ich erwarte gerade, dass was ganz Schlimmes passiert. Nicht sehr schlimm. Ich kann es nicht auf mich selbst. Kann man das? Wozu? Nicht ein... Nicht sehr schlau. Keine Zeit für... Windling wird... Da hilft kein... Ich bin nicht... Oh Mann, danke die Folge schon. Ich gucke es mal. So. 2 Minuten noch, danach werde ich noch ein bisschen weiter rumprobieren. Der Doppelklick ist dann eine Cheat-Möglichkeit, um jetzt Platz zu sparen, finde ich. Eos Chaos. Okay, es hat eh nur Eos Chaos und Deskimos. Der Rabe da. Der ist das? Ach, es wird schon. Das ist schon ein Krokodil. Boah. Ja. Bis auf das Bein verrückt. Wir müssen reden. Ich trinke noch mal was, während die reden. Was wisst ihr über dieses Artefakt? Was? Wisst ihr, wie ein... Eine schwierige Frage. Bitte. Darin mit Macht. Also wie... Das steht... Vielleicht... Was sagst du da? Ach. Was genau? Es bedarf einer Haare, Fingernägel. Das richtet den Reif magisch auf diese. Die Ingredienz muss mit dem Artefakt verbunden werden.
Bin gleich. Behalte ich's. Ich bin ein bisschen brutal. Mal mit dem Messer benutzen. Okay, ich glaube, ich beende die Folge auch. Ciao, ich hoffe, euch hat's gefallen. Und naja, ich werde noch weiter rumprobieren. Nochmal, ciao.